Dieses Mal bei Shadow of the Tomb Raider, Abendstern-Krypta Nummer 2 und das Grab Tor der Unterwelt. So, und damit hallo, Herausforderung abgeschlossen, Blumenpflückerin. Die Herausforderung kann man relativ einfach abschließen. Uah. Da muss man einfach nur hier hochklettern und dann die Bäume entlang springen. Das andere hatte man ja, glaube ich, schon. Genau, und wir holen uns jetzt hier gleich nochmal das Relikt. Huch, das ist über uns. Wo ist das denn? Ja, so viel zu dem Thema. Wir holen uns gleich das Relikt oder auch nicht, scheinbar. Ah, vielleicht können. Ja, genau. Vielleicht können wir ja von da hier hochspringen. So war das. Genau. Deswegen habe ich das auch nicht gesehen. So, das Relikt ist das hier. Ein Sextant. In the early 19th century, this was used to measure the angle between an astronomical object and the horizon for the purposes of celestial navigation. Ja, das war ganz cool. Und das konnte mal gucken, ob ich sehen kann. There's an inscription here. To my son Jack. May you never lose sight of your horizons. Ich sehe diese Inscription nicht. Aber gut, das war ein Geschenk von dem Expeditionsteam, was wir ja hier schon zu Genüge von gehört haben. So, in dieser heutigen Folge geht's auch gleich zu dem Grab. Ich werde gleich mal eine Schnellreise bemühen. Wie ich hier rankomme, weiß ich nicht. Ich sehe es nicht. Wir können uns das mal kurz anschauen. Und vielleicht fällt euch ja was ein, wie ich das öffnen kann. Vielleicht muss ich es kaputt schießen oder sowas. Ich sehe keine Möglichkeit, das zu öffnen. Hier ist es. Ich weiß, dass es hier ein Gitter gibt, aber ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Ich kann ja mal hier ein bisschen drauf schießen. Blöder Käfer, ich hasse Käfer. Boah, vor allem diese riesigen. Ja, ich sehe keine Möglichkeit, da reinzukommen. Wenn nicht von irgendwo unten. Aber wie ich hier runter durchkommen soll, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja noch ein Werkzeug, was ich noch nicht habe, wie ich da reinkomme. Ansonsten weiß ich es nicht. Aber wie gesagt, das ist das eine, wo ich halt einfach nicht weiß, wie ich rankomme. Könnt mir gerne was schreiben. Vielleicht gibt es hier eine andere Möglichkeit, ranzukommen. Wäre cool, wenn ich mich hier irgendwie reingraben kann, aber ich sehe keine. Okay. Dann schnappe ich mir jetzt noch ein bisschen hier die anderen Dokumente, die hier noch im Pfad liegen. Das hier zum Beispiel. Wir sehen uns gleich, wenn ich dort drüben bin. So, keine Ahnung. Letztes Mal bin ich einfach nicht hierher gegangen. Ich bin direkt zu dem Jaguar gegangen. Weiß nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall haben wir da das... Was? Simit? Beschreibung eines Monsters. Every part of the world seems to have its own mythical forest-dwelling bipedal creature. Around here, it's known as the Sisamite, the guardian of the forest. Described as large and ape-like, it's rumored to kill male humans on sight, but takes the females to its cave for mating purposes. Was? Oh Gott, ich hoffe, wir begegnen so einem Ding nicht. Ich will nicht mit dem... Ich möchte mich nicht mit ihm paaren. Definitiv no. So. Wir machen gleich... uns auf dem Weg zu dem nächsten. Okidoki, wir haben hier noch etwas gefunden. So, wir sind jetzt hier. Nicht ganz da, wo ich eigentlich hin wollte, aber okay. Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Das ist immer praktisch. Wir schauen uns gleich auch die Karte an. Da sehen wir noch ein Geheimnis, wie zum Beispiel das Überlebensversteck. Viel mehr ist es aber nicht. Wir haben hier schon relativ gut geplündert. Das meiste finden wir wahrscheinlich noch dort vor Ort. In dem Grab. Aber wir werden uns erstmal die Krypta hier anschauen. Ach, das ist da unten. So, jetzt habe ich es. So. Da ist das nächste Versteck. Wie gesagt, das Tagebuch haben wir jetzt hier gefunden.
Es liegt direkt vor unserer Nase. Wir nehmen noch kurz das, also das Tagebuch zuerst. 1. August. Tonight, sleep escapes us. The jungle is angry and the moon is uncooperative. The human imagination wanders endlessly in the dark this deep. I can hear the jungle's breath ruffling behind my ears, its low growl shaking the very ground we lay on, its manic energy rustling through the trees above. Rest has become the lead on our search, finding us at the most inopportune time. I have caught Father dozing off mid-step and his hand barely clutching his walking stick. We have run out of food and are sustained almost entirely by gathered berries and rainwater. The both of us are far too unyielding to give up. I fear the very stubbornness that led us to this point may also be that which leads us to our early graves. Oh ja, das hört sich sehr danach an, dass die das wahrscheinlich nicht schaffen werden. Also sind ja auch alle draufgegangen, bis auf Jack. Was mit dem schlussendlich ist, wissen wir nicht. So, wir holen uns das Überlebensversteck kurz noch, bevor wir hier gleich zu der Krypta gehen. So, mit dem Messer graben wir das hier raus. Eine kleine Schaufel wäre ganz praktisch. So, als nächstes geht's da hoch zu der Krypta. Die habe ich schon gesehen. Und wir sehen uns gleich dort. Willkommen zu der nächsten Krypta. Auch hier sind Menschen gestorben. Zwangsweise ist es eine Krypta. Aber das ist die zweite. Und die erste in dieser Folge. Boah, es ist dunkel. Ich hoffe, die macht gleich Licht an. Ach nee, hier ist schon mehr Licht. Sieht aus wie die von den Osterinseln. Was ist denn hier los? Wobei das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist. Gibt ja Verwandtheit. Grabmarkierung. Einem Kreuz. Within lies Rally Rimmel. Friend, 1925. There's a little more. Beware, traps ahead. Ja. Die waren also hier. Blödes, man weiß halt nicht, von wo die hier quasi sich... an was die gestorben sind. Der hatte plötzlich diese Verletzung, aber ob das ein Tier war oder ob er irgendwo gestürzt war, das ist... No one's been through here in years. Das ist mir nicht ganz klar. Egal, wir dokumentieren und erforschen erstmal die Krypta. Hoffentlich ist sie nicht allzu groß. Rimac, der Geschichtenerzähler. May Rimac be the first voice we hear in the afterlife. And may her stories comfort us. Okay, wir haben zwei nette Götter. Die einen, die dafür da sind, dass wir in die andere Welt geleitet werden und sicher dort ankommen. Die andere, die uns dann gleich mal Geschichten dort vorliest, wenn wir angekommen sind. Okay, wir kennen jetzt zwei Typen von Fallen. Das sind die Schneidefallen. Und die, der Boden ist ein Schweizer Käse-Fallen. Oh, es ist gruselig. Das sieht sehr modern vor allem aus. Das Ding. Mach doch mal das Licht an, Lara. Hier ist es mega dunkel, ne? Ich werde beim nächsten Mal, wenn ich die Fähigkeit habe, tatsächlich wahrscheinlich auf Dingens gehen, auf Fallen sehen. Dann können wir uns auch schneller bewegen. So, hier finden wir verlängerter Schädel. This skull is deformed, flatter and longer than what we consider normal. Some people believe this is evidence the Inca were contacted by extraterrestrials, but it's more likely the result of headbinding, a human practice of deformation so ancient it predates written history. Ja, das kann man. It also has evidence of trepanation, a medical procedure in which a hole is carved in the skull. Boah, ey, aber das ist ein riesiges Loch. Ja, ja, genau. Trepanation ist bekannt, kenne ich, habe ich über einen Manga gehört. Und Homunculus heißt der. Da ging es dann darum, dass derjenige, der sich eben so... Was sind mit den Zehen? Der sich das macht, quasi mentale Fähigkeiten quasi bekommen kann. Ist aber, glaube ich, eher ein Irrglaube. Ging auch darum,
bei Trepanation den Druck quasi aus dem Kopf zu befreien, wenn man Kopfschmerzen hat oder sowas, dann wurde ein kleines Löchlein in den Schädel gebohrt, um den Druck quasi abzulassen. Also es wurde zumindest so geglaubt. Geholfen hat es wahrscheinlich eher nicht. So, und wir können wieder nach Hause. Ja, aber wir sind ja noch nicht so weit. Wir wollen ja erstmal a way in finden. Und die ganzen Fallen hier uns. Das sind die ganzen Fallenstellen. Und hier, ich dachte, das würde einfach sein. Mann, ich will mir doch nur die verdammte Krypta ansehen. Das ist, warum muss denn das Ding jetzt hier hochfahren? So, hier eine Zeitschaltuhr. Ja, hier kommen wir, glaube ich, hoch, oder? So. Ich meine, das Spiel heißt Tomb Raider. Es wäre komisch, wenn wir das nicht machen würden. Ein Sarkophag haben wir direkt mal hier auch entdeckt. Hier ist er, aber wir kommen natürlich nicht von der Seite ran. Da müssen wir anders laufen. Adelauge hat erspäht. Diese Köpfe haben mich darauf hingewiesen. Aber wie gesagt, man sieht hier schon sehr, dass es Osterinsel ist ja auch nicht so weit weggelegen. Ne? Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Wir sind wirklich nicht allzu weit weg. Deswegen, aber was es jetzt schlussendlich darstellen soll, keine Ahnung. Ah, hier ist noch Holz. Das ist ganz gut. Nehmen wir mit. I should be able to reach the sarcophagus now. Sarcophagus. Ich find's so seltsam. I'll have to keep climbing. Ja, klar, wir drücken das, um nur noch höher zu kommen. Sarcophagus. Diese ganzen Wörter im Englischen, die sich komplett irgendwie anders anhören, obwohl es das gleiche ist. Finde ich immer so mega strange. Vor allem das ganze Griechische, was die da haben. Süß zum Beispiel. Oder was war das? Mykene letztens. Auch hier in dem Spiel. Statt Mykene oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Die Aussprache ist halt immer anders. Okay, wir haben auch schon den Ausgang gesehen. Glaube ich. Nee, der Ausgang ist unten. Kriegen wir nochmal irgendeinen Überreste Abendsternumhang. Man kann nichts lesen übrigens, das geht so schnell wieder weg. Die Outfits schaue ich mir gleich nochmal im Anschluss an. Aber erstmal brechen wir hier durch die Wand. Hallo? Ist hier was? Außer Finsternis? Und die Unfähigkeit von Lara, das Licht einzuschalten. Hier scheint es erstmal sicher zu sein. Conquistadores waren hier. Man sieht es an dem Helm. Lösegeld für einen König. The heathen emperor begged for his life to be spared. He offered the Spanish crown a room of 3x6 varas to be filled once over with gold and twice with silver. The crown, with great and undue benevolence, accepted this offer. Within 2 months, the ransom had been paid. The idolater, however, could not be trusted. When the cursed plans of his general surprise attack were exposed, Atahualpa fell to his knees, begging for mercy. His fate would be decided by fair trial, as the right of any man in the Spanish Empire. He was found guilty and sentenced to die. But before the execution, he accepted the Lord and will be welcomed in the heavens above. Excerpt from an objective account of Pizarro in Peru by Ochoa Aceves. Oh man, ich frage mich gerade, ob die authentisch sind. Das muss ich mal recherchieren, diese Berichte. Aber das ist so krass, was die mit den ganzen Menschen gemacht haben dort. Ne?
Einfach hingegangen und sagt, oh ja, ihr seht anders aus wie wir, wir bringen euch alle um. Und dann nehmen wir eure Sachen. Und eure Frauen, ach, das ist ja auch nur... quasi Vieh, mit dem wir machen können, was wir wollen. Und wenn wir die vergewaltigen, dann ist das in Ordnung. Ist es nicht, also es ist furchtbar. Und generell, was die Leute sich da rausnehmen, also überhaupt Vergewaltigungen... absolutes No-Go. Warum renne ich hier jetzt raus? So. Und euch noch eingeschaltet. Ich werde jetzt dann noch... nicht so weit raus. Hier hinspringen. Und gleich nochmal dieses Grab hier noch mitnehmen. Auf dem Weg. Und dann sind wir, glaube ich, hier auch relativ gut durch. Ich habe nur einen Text noch vergessen. Den schauen wir uns. Den finde ich noch, ne? Genau, den werde ich auch noch finden. Und dann beende ich dann diese Pyranischer Dschungel-Aufnahmen. Genau. Auf jeden Fall geht's jetzt erstmal. Sehen wir uns gleich drüben. Bis dann. So, da sind wir wieder. Die Schnellreise vor den ganzen Sachen. List der Krähe. Wie gesagt, ich... Der Hase kommt mir aber sehr nah. Das hole ich mir mal. Damit wir, wie gesagt, auch die Fallen sehen. Es ist ganz gut, alles zu sehen. Dann müssen wir nicht mehr ganz so vorsichtig rumlaufen. Dann machen wir gleich nochmal das Inventar, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, ich habe nämlich auch endlich herausgefunden, welche Waffen wir quasi bekommen haben. Das sind die mit dem Zeichen oben. Upsala, das wollte ich noch nicht. Die eben nicht mit dem Zeichen oben. Die können wir... ja, verbessern. Also mehr Schaden können wir mit dem Bogen aber nicht machen. Können aber die Feuerrate erhöhen. Oh, wir haben ganz schön viel Zeug gesammelt. Ja, ich mach das mal. Wir verbessern einfach unseren Bogen bis zum geht nicht mehr. Individueller Schaft. Ja, provisorisches Arsenal. Damit haben wir alles hier fertig gemacht. Mehr geht nicht. Bei dem Bogen. Wenn wir jetzt nochmal unsere Pistole ein bisschen aufmotzen. Weil Gold haben wir auf jeden Fall ziemlich viel. Poliertes Magazin. Möglichst schnelles Nachladen. Ist immer gut. Und dann Gegengewicht machen wir noch. Die beschwerte Mündung stabilisiert die Waffe beim Abfeuern und reduziert den Rückstoß. So, können wir hier sonst noch was machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben alles ausgerüstet, dann können wir, wie gesagt, noch ein bisschen was vielleicht uns umziehen. Aha, da haben wir es. Abstehender Umhang, was macht denn der? Wahrnehmungsdauer. Die Effekte von Wahrnehmung halten länger, benötigt die Fähigkeit Auge des Adlers. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt so berauschend. Ich meine, wir können es herstellen, damit wir es haben, aber ich brauche es eigentlich nicht. Und das ist bei den Füßen... Natürliche Ressourcen gewähren zusätzliche Pflanzen- und Mineralherstellungsressourcen aus jeder Quelle. Ja, Rennen ist... Ja, das können wir ja machen. Das finde ich ist gut. Kriegen wir schneller Ressourcen. Das sieht ganz fetzig aus. Sehen wir nochmal den Unterschied. Das können wir jetzt auch nicht mehr herstellen. Aber das ist ganz interessant. Ich meine, die Sachen haben wir scheinbar schon auch alles, aber das brauchen wir nicht. Teil. Ach, können wir das rüberziehen oder geht das nicht? Nee, das geht dann nicht. Das geht nur mit den Sachen. Okay, ist egal. Wir bleiben erstmal bei dem Standard-Outfit. So. Und jetzt gehen wir mal in das Herausforderungsgrab. Wie gesagt, das wartet noch auf uns. Wir haben ja Jonah ein bisschen angelogen. Gesagt, ah ja, nee, hier ist nichts. Wir wollten nicht mit ihm teilen, deswegen. Boah. Aber das geht noch. Also, wenn das jetzt wirklich nur Geäste sind, durch sowas würde ich vielleicht noch mich durchzwängen, weil die ja ein bisschen nachgeben. Aber wenn das so feste, massive Erde ist, ne. Ohne mich. Quält sich die Route hier durch. Hoffentlich gibt es einen leichteren Weg wieder raus. Ohne, dass wir uns hier aufs Kreuz legen müssen. So, und da sind wir. Ein bekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab.
Finde ich nach wie vor schade, dass es hier einfach keine Namen dafür gibt. Aber wir sehen die Fallen jetzt schon. Die werden uns angezeigt. Hier ist kein Springbaum. Aber die ist auch ausgelöst. Will die eigentlich kaputt hauen? Nee. Mir war irgendwie so, dass wir die auch teilweise kaputt hauen können, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das genau war. Irgendeinem Spiel ging das. Nee, hier ist nix. Wird es einen Grund haben, dass wir hier hoch können? Okay, weil es kaputt ist. Ja, dann klettern wir mal ein bisschen hier. Schön vorsichtig. Wow. Nicht so übermütig, meine Gute. Haben wir nichts übersehen? Nö. La 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 la, ich sehe nichts. Alter! Jesus! Ja, ich dachte schon, du kannst das Feuer ausschalten, aber gut, dass ich das... Naja. Gut, dass ich das irgendwie wahrgenommen habe. So, Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Ist immer nice. Wir schauen mal drauf. Da haben wir noch ein Überlebenspaketchen, was wir noch nicht gefunden haben. Ja, ich weiß nicht, wie wir hier runterkommen, das ärgert mich. So. Oh nein, da hinten haben wir noch was übersehen. Egal. Wir gehen dem noch auf den Grund. Was meine ich jetzt hier? So. Ja, ist okay. Okay, da können wir rüberspringen, weil hier runter müssen wir nicht. sehr ungern. Okay. Gut, dass ich das Abseilen nicht vergessen habe. Können wir noch weiter runter? Weil ich habe mich echt schlecht abgeseilt. Achso. Mich festhalten deswegen. Ich weiß, sie streckt die Hand, aber das ist mir irgendwie ungenügend. So, jetzt habe ich's. Okay, wir sind rübergekommen. Was ist das? Oh, das sieht nach Regen aus, gleich. This gear is early 20th century. Oh, die wurden angegriffen. Oh, das ist ja übel. Übel und gemein. Die ganze Expedition. Bergungsgut. Dann lesen wir mal, was ist hier passiert. Am Tor. Tagebuch eines Forschers. That starched shirt Forsett may be getting all the attention, but I know his time is almost up. The world will remember the Timothy Walker as the man who finally found the lost city of El Dorado. We've set up camp in a canyon. It was a grueling journey to get this far. We'll rest here a few days, get our bearings. Some of the men need patching up, and I wouldn't mind one good night's sleep. The men say something came through the camp last night. The jungle is getting to them. I keep telling them that we're close and we need to keep it together. One of the scouts has found a temple of some kind up ahead. We'll start construction of bridges and ladders this morning and head out from camp this afternoon. Niemand kennt Timothy Walker. Deswegen habe ich gelacht, aber den... Naja. Aber was hat die jetzt erwischt? Der war zwar scheinbar neidisch oder hat ihm das nicht gegönnt, aber ich nehme an, nicht an, dass der die alle umgebracht hat und fein beschossen. War das dann die erste Expedition oder was? I don't have enough space for that. I don't need any more space for that. So. Drohung. So. Da. So, weiter geht's.
Holla, die Waldfee. Ich weiß gar nicht, was das ist. Warum bin ich dagegen gesprungen? Ah, das ist so doof. Hier. Bitte? Was war das? What? Zum Teufel ist das? Was soll das? Das macht mir Angst. Oh, diese komische Geräusche. Jesus. Schluchtruine. Ich hab Schlachtruine fast gelesen. I don't have enough space for that. Was ist hier passiert? Also, ist klar, was hier passiert ist. Die wurden hier alle angegriffen, kalt gemacht. Aber die Geräusche, was war da los? Was ist hier los? Der Fluch des Tempels. Der Fluch des Tempels. Boah, das ist so... gruselig, dieses Flüstern. Impossible. I can't carry anymore. There's someone there. Jesus, ich habe keine Lust, gegen irgendwelche Indigo-Folgen, Völker oder Leute hier zu kämpfen. Just your mind. Sarah, es ist nur deine Einbildung. Hier ist niemand. Das ist wie damals mit Baba Yaga. Alles nur Einbildung. Da gab es gar keine bösen Gegner. Wir haben uns das nur eingebildet. An incredible sight. Riesiger Kopf mit einer ganz kleinen Hand. Okay, die Hand ist auch groß. Aber uff. Ich finde es ganz schön unheimlich hier gerade. Nee, Moment, ich will hier rüber schwingen. Wow, einfach nur fast runtergefallen. Okay, wir sorgen gleich mal für unseren Heimweg. So. So. Geh hier wieder raus. Lieber früher als später. So. This could be the way out. Da könnte es rausgehen. Ja, ich bin doch nicht mal richtig rein und ich will schon wieder raus. Okay, gut. Wie gesagt, ich mach das mal hier. Erstmal rein, dann raus. Da habe ich doch Gold gesehen. So. Alles schön abbauen, mitnehmen, verstauen. So, und dann geht's erstmal hin. Also die Musik. Hakenaxt oder Hexenaxt? Wie viele von denen sind hier denn gestorben? Jesus. Wie groß war die Expedition? Oh, dieses Ticken.
Das macht einen voll kirre. Irgendjemand beobachtet uns bestimmt. Oh, fast dran vorbeigelaufen. Nur eine Fingerlänge. Damn this place. Damn this forsaken jungle. It holds a jewel just out of reach and then sweeps your legs out from under you. We've almost made it across that bottomless pit. Some kind of altar beckons from the other side, under a giant stone face that seems to mock our efforts. Something attacked the camp. Some men claimed it was panthers. Others said something more sinister. Half the crew insist on abandoning the expedition. I had to dress one man down, made an example of him. All I need is one more day. One more lousy day. Oh man. Leute, hört doch mal einfach auf eure Leute. Dann passiert so ein Scheiß auch nicht. Mir kommt dieses Gesicht bekannt vor. Something just moved up ahead. Vielleicht ist das ja wirklich ein Panther. Was ist das für ein Ding? Wo kann ich das hier dran machen? Das ist jetzt eher die Frage. Ah, okay. Und befestigt. Okay, ich... Hier geht's erstmal weiter. Bitte schneidet niemand dieses Seil durch. Dankeschön. Irgendwas ist hier. Irgendwas lauert hier. They must have abandoned this place in the middle of building it. Was haben die hier gebaut und warum haben sie das hier gebaut? Ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass sie hier diese ganzen Brücken gebaut haben, um da hinzukommen. Aber was ist das? Ganzer Kran. Ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich drehen, um das da fest wieder zu machen. So, machen wir fest. Oh, sorry. That should hold. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache. Boah. Made it. Boah, ist das unheimlich. Aber wir haben es geschafft. Shit. Die Musik nimmt immer noch weiter zu. Ja, sie kann ja auch nicht abnehmen. Kakao haben wir gefunden. Ja, das ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt verschiedene Pflanzen, die wir hier finden können. So langsam kriege ich Muffen. Sausen.
Ne, hier kommen wir nicht hoch. Da oben ist das aber. Kommen wir hier irgendwie rauf? Irgendwas ist ja hier. Die Frage ist nur, was? Ne, da kommen wir nicht hoch. Ne, auch nicht hier. Aber irgendwie müssen wir da hochkommen können. Ah, ne, es ist unten. Blöd. Okay. 100. Sehr gut. Tor der Unterwelt. Here, under the watchful eye of one of the Lords of Death, lies the gate to Shabalba, where all must travel when transitioning from this life to the next. Schuss des Toten. Der Toten. Mittlere Mann. Komme ich denn jetzt hier weiter? Ich sehe hier nichts. Also ja, ich kann hier... Was zum Teufel ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Aber wie komme ich da hin? Der Stein sieht nicht so aus, als ob ich mich daran... Ach, was soll's. Oh. Zum Glück hatte ich noch die Doppelchance, mich festzuhalten. Sonst wäre ich jetzt tot. Ich bin gesprungen! Ich hab's doch noch geschafft! Ich hab's geschafft. Ich bin mir sowas von sicher. Irgendwer hat hier ein Problem mit uns. Ich weiß aber nicht, warum. Ah, diese Ruhestörer. Bestimmt ein Panther. Ach komm, das bisschen Gold, nur weil ich das mitnehme, bin ich doch kein schlechter Mensch. Blutopfer, okay. Ich finde es immer noch hier alles so übel. Die ganze Soundkulisse ist übel. So. Jetzt haben wir aber wenigstens das, warum wir hergekommen sind. Was kriegen wir für eine Fähigkeit jetzt? Now to find my way out. Sitz des Adlers verbessert die Kletterfähigkeit, wodurch sie sich beim Klettern schneller bewegen können. Ja, das ist ganz nice. Tor der Unterwelt. Ah, so heißt das Grab. Also am Ende steht das immer dran. Good to know. Wir sind reich. Aber wir haben nicht gesehen, was uns diese ganzen Geräusche beschert. Aber wir hauen jetzt schon wieder ab. Also irgendwas war hier. Aber wir haben nicht gesehen, was. Ich hoffe, es lässt uns in Ruhe. Folgt uns nicht. Und wir können hier abhauen. Aber das wissen wir erst, wenn es vorbei ist. Hat auf jeden Fall aufgehört. Ich weiß jetzt nicht, wo wir gerade genau sind. Außer auf dem Weg hier raus. Ich zieh weg von hier. Dieser verfluchte Ort. Wir lassen ihn schnell.
hinter uns. Boah. Gucken, ob es hier nochmal irgendein Ereignis gibt. Ist gerade so still und ruhig. Da hätten die ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Also irgendwas. Wollte uns auch umbringen, hat sogar geschafft. Leider, muss ich sagen, hat es das geschafft. Eigentlich hätte es das nicht geschafft. So, egal. Wir haben eine Fertigkeitspunkte. Ah. Die haben wir bekommen. Beute der Krähe schaltet den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händler frei. Ja, brauchen wir noch nicht. Griff des Adlers. Wir haben jetzt eh noch nicht genug Punkte. Deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht so zu gucken. Erholung des Pumas erhöht die Zeit. Aufgeladene Bedrohung des Kriegers. Zielen auf dem Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer. Zielunterstützung. Aha. Er reduziert erlittenen Schaden von Stürzen. Ja, das machen wir mal. Das brauchen wir. Ja. Und das sollten wir vielleicht auch noch holen. So. Ich hab das jetzt nur geholt, weil wir brauchen das tatsächlich, diese Fähigkeit. So, ich schau mal kurz. Wir haben... Hier, im Großen und Ganzen haben wir alles. Das Einzige, was wir jetzt hier übersehen haben, ist das. Das Überlebensversteck. Das werde ich wahrscheinlich mal off-cam nochmal machen. Und das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch gerne holen wollen würde, das ist dieses Dokument. So, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, wie ich das übersehen habe, dieses Dokument, aber hier war es auf jeden Fall. Seite 4 hat uns noch gefehlt. Archäologin, jetzt, wir haben es geschafft. 18th of July. I awoke this morning at the sight of my father wringing his handkerchief tightly between his two hands. Wide-eyed and unblinking, he stared in Raleigh's direction. Raleigh had passed. Infection had set into his wounds days ago, and shortly after, fever took hold. Between fits of cold sweats, labored groans of pain, and demented ramblings, Raleigh had somehow been able to insist on forging ahead. Father had tried to reason with him, telling him to turn back, to let us carry the torch, but Raleigh made it clear. Turning our backs on him would have been leaving him there to die. We forged ahead. We were as far away from civilization as we had ever been, and we foolishly continued to trudge forward. So long, old friend. Traurig. Aber ja. Jetzt haben wir, glaube ich, die Story abgeschlossen von der zweiten Expedition, was da tatsächlich passiert ist. Das ist ein guter Abschluss, weil wir werden jetzt auch einfach das hier beenden. Wo ist das? Die unbekannte Expedition Teil 2. Ja, das ist Jacks Tagebuch 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1. August. Tonight, sleep escapes us. Ich fürchte genau in dieser Sturheit. The jungle is angry and the moon is uncooperative. Okay. Okay, cool. Wir haben das abgeschlossen. Wir haben auch quasi fast den gesamten Dschungel abgeschlossen. Was uns noch fehlt, ist tatsächlich dieses eine Grab. Das werde ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich selber schnell noch machen, off camera. Und das andere ist da, hier in dieses Loch reinzukommen. Ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Wie gesagt, schreibt es mir doch, falls ihr dann eine Idee habt, wie ich da reinkomme. Ich sehe es halt nicht. So, aufgetakelt. Wir können Lara drehen. Das sieht lustig aus. Also dieser Vogelumhang ist echt cool, muss ich sagen, so optisch. Aber ich bleibe trotzdem lieber bei dem hier, weil wir brauchen einfach nicht diese Wahrnehmungssachen. Ich bin lieber in Schatten. So, das wollte ich noch sagen. Jetzt können wir das hier noch... Können wir nicht? Boah, wir haben uns umsonst einfach diesen Kondor getötet. Boah, ich fühle mich wahnsinnig schlecht. Was ich jetzt noch machen wollte, ist eigentlich nicht da lang gehen, sondern dahin nach hinten zu dem Grab. Das werden wir hoffentlich noch bekommen. Und dann beende ich die Folge tatsächlich, weil ich habe leider keinen Weg gefunden, da ranzukommen. Leider, leider, leider. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, wir sterben nicht. Nun würde ich jetzt aber fast schon vermasselt. Ich habe schon gesehen. So.
Ja, ich glaube, wir müssen da nur kurz hoch. Oh, Hoppelchen. Ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht, weil er zu nah gekommen ist. Genau, ich beende jetzt die Folge. Wir haben ja ein Grab, eine Krypta, das ist ganz gut. Das Grab war auch, finde ich, doch sehr unheimlich. Atmosphäre hat auf jeden Fall gestimmt. Ach nö. Ich muss da so hinspringen. Okay. Ja, doof, dass ich da nicht anders weiterziehen kann. Okay. Wow, nichts passiert. Atmosphäre hat gestimmt. Das war, wie gesagt, schön unheimlich. Fand ich ganz cool. Wir können jetzt hier schneller klettern. Das sehen wir auch. Das haben wir gelernt. Ja, merkt man tatsächlich. Tut sie das auch? Wow. Dazu. So, rauf das Bein. Und hopp. Und dann haben wir das noch. Gut. Und damit beende ich die Folge und die Aufnahme. Beim nächsten Mal geht es mit Quack-Yaku weiter. Und dann werden wir uns das in Ruhe mal anschauen und machen dann die Hauptstory weiter. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich schon darauf, wenn wir das nächste Mal hier weitermachen. Bis dahin, gehabt euch wohl und bye bye!